Kleine Sportler und große Ziele zum Start der Outdoor-Saison. Am Sonntag lässt der OSC Berlin bei seinem Wake-Up die NachwuchssportlerInnen in den Altersstufen 12 bis 15 Jahren gegeneinander antreten. Auf dem Dominikus-Sportplatz am Sportzentrum Schöneberg messen sich die TeilnehmerInnen in vier Disziplinen. Der Wettkampf konnte in dieser Form lange nicht ausgetragen werden, weshalb der Verein dieses Jahr besonders stolz ist. Wir haben uns nach der Corona-Pause Gedanken gemacht und wollten unbedingt auch wieder einen eigenen Wettkampf haben und sind dann jetzt quasi mit dem ersten Freiluftwettkampf in dieser Saison gestartet. Die jungen Sportlerinnen und Sportler genießen es, nach so langer Zeit aus der Halle rauszukommen. Und auch für Loretta Gentner ist der Wettkampf und vor allem der Sportplatz etwas ganz Besonderes. Weil es einfach echt eine schöne Atmosphäre ist, hier einfach nochmal einen Wettkampf zu machen und ja, man fühlt sich einfach zu Hause. Die 13-Jährige rennt schon seit dem Kindergarten für ihr Leben gern und hat den Hürdenlauf für sich entdeckt. Sie möchte einmal Berliner Meisterin werden und stellt dafür beim Wake-Up einen persönlichen Rekord auf. Auch der junge Anton Zander hat für die Outdoor-Saison große Ziele, legt einen erstklassigen Start beim Weitsprung hin und sichert sich sogar den ersten Platz auf dem Treppchen. Er hat sich schon lange auf diesen Wettkampf gefreut. Seit langem war hier kein Wettkampf mehr und heute ist wieder einer. Und es ist natürlich sehr schön, wenn man im Prinzip auf einem bekannten Platz dann seine Disziplin macht. Die Nachwuchssportlerinnen und Sportler sind ihren Träumen heute ein Stück näher gekommen. Doch die Outdoor-Saison hat gerade erst begonnen und bereits nächsten Monat begrüßt der OSC seine Leichtathletik-Fans wieder beim Sprint- und Hürdentag. Es ist einfach wirklich das Wake-up, die Saison beginnt, Freiluft beginnt, Halle war jetzt und wir freuen uns alle auf die Outdoor-Events. Und dann heißt es im April wieder, kleine Sportler, große Ziele.